Willkommen Fußballfreunde zu einem neuen Video auf Team Evil. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal wieder um Erling Haaland, der ja sehr sauer darüber ist, dass er nicht bei der EM dabei ist. Aber wie dem auch sei, trotzdem halten sich die Spekulationen, dass er wechseln wird. Und zwar gibt es ein neues Gerücht, beziehungsweise gibt es, ja, wie soll ich sagen, einen Geheimplan von Bayern München, wie er zu ihnen kommen soll. Und zwar hat man ja offiziell immer von Bayern-Seite aus gesagt, nee, der Haaland, der wird auf gar keinen Fall kommen, der ist viel zu teuer, wir beim FC Bayern, wir machen solche Riesentransfers nicht mit und so weiter und so fort. Ihr kennt ja, was die Bayern immer machen, immer so ein bisschen Understatement. Aber jetzt gibt es Berichte von der Sportbild, die in Bezug auf die Bayern eigentlich immer ziemlich gut informiert ist. Und sie sagen, doch, es ist so, Haaland ist im Visier der Bayern. Zwar nicht diesen Sommer, sondern im nächsten. Denn da ist es eine relativ erträgliche Ablösesumme, die die Bayern wohl stemmen könnten. Und sie müssen natürlich auch perspektivisch einfach mal denken, dass Lewandowski nicht mehr ewig spielen kann. Sie brauchen einen Nachfolger. Lewandowski ist der wichtigste Spieler im System unter Flick gewesen, ganz klar. Ja, der die Tore vorne gemacht hat, warum die Bayern immer gewonnen haben. Zum großen Teil auch wegen Lewandowski. Deswegen brauchst du da einen Top-Nachfolger und wer könnte das besser sein als Haaland? Aber es gibt große Konkurrenten, unter anderem Chelsea, der amtierende Champions-League-Sieger, will unbedingt Haaland haben. Und wir alle wissen, dass Haaland ja, wie soll ich sagen, einen sehr besonderen Berater hat mit Mino Raiola, der sehr gerne verhandelt und sehr gerne das Beste und das Maximalste, was irgendwie geht, raushandelt bei seinen Kunden oder bei seinen Klienten, sage ich mal besser. Also, es gibt wohl diesen Geheimplan, dass man wohl für 75 Millionen Euro im nächsten Jahr Haaland gerne holen würde. Gerade wenn er Lewandowski geht, denn auch der schart so ein bisschen mit den Hufen. Sein Berater ist ja Zahavi, den kennen wir auch von Alaba. Alaba ging dann von den Bayern weg und so weiter. Und Lewandowski könnte sich eventuell ja Spanien nochmal vorstellen. Also, aktuell, wie gesagt, sagt Bayern offiziell nein. Haaland ist kein Thema, aber anscheinend gibt es da, wie gesagt, diesen Plan, dass man Lewandowski gerne im nächsten Jahr setzen würde mit Haaland. Aber das Problem ist, dass Haaland sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, zu den Bayern zu wechseln. Den müsste man erstmal überzeugen. Er selber würde entweder gerne in die Premier League oder zu Real Madrid, sagt man. Und dann müssten die Bayern sich da eben nochmal durchsetzen. Also, ob Haaland wirklich zu den Bayern kommt, ich weiß es nicht. Ich glaube persönlich, dass sie ihn gerne haben würden. Egal, was sie sagen. Ich glaube, sie würden ihn gerne holen. Und wenn für 75 Millionen, denke ich, kann Bayern das auch stemmen. Auf jeden Fall. Da können sie mir fünfmal was von Corona erzählen. Sie haben das Geld, um Haaland zu holen. Zumindest im nächsten Jahr. Aber ob er dahin will, ist die andere Frage. Eure Meinung in die Kommentare, liebe Freunde. Klickt in die Mitte, wenn ihr wissen wollt, wie Ikea Ronaldo verarscht hat. Was war da los? Fahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt. Wir sind später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.